Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge Mafia 3. Wir sind auf dem Weg zu Vito. Ja, wir machen wieder ein bisschen Hauptstory. Cool, wa? Nachdem wir ja festgestellt haben, dass die Nebenmissionen sehr repetitiv sind. Das heißt, eigentlich von Bringer A nach B nicht viel anderes mit sich bringen. Bin ich jetzt der Meinung, also wir machen das so weit, wie es möglich ist, also so wie wir es jetzt schon angefangen haben und machen dann trotzdem auch mal wieder die Hauptmission, also warum auch nicht, ne? Ich glaube, dass wir jetzt in etwas reicheres Stinkeviertel fahren, oder? Weil Vito, wer kennt Vito nicht? So. Ja, ich bin da. Ich hätte da abbiegen müssen. Okay, jetzt nicht mehr. Diese Karre ist hier sehr schlurrig gerade. So, rote Ampeln, Quatsch. Da siehst du, hat doch wunderbar geklappt, das Abbiegen. Sauber. So muss es sein. Und sind wir jetzt Partner? Was war das? Was ist das denn hier? Ich habe gar nicht gehört, dass die ganze Zeit Stones liefen. Pleased to meet you. Sympathy with the dead, ne? Finde Vito. Ach so. Ja, wir sind ja gegen Vito gerade. Was gehört, wie's da drin so Nein. Na wie schon. Vito muss seine Niederlage einstecken. Richtig. Chris Greco ließ uns den armen Sack umbringen und wir hätten es hinter uns. Nee. Greco will zeigen, wie hart er ist und den alten Vito so lange prügeln, bis wir ihn alle respektieren. Genau. Als wäre dazu nicht mehr nötig, als einen abgewrackten Nordstaatler aufzumischen. Komm mal her. Der Boy muss sich verlaufen haben. Ich muss mal kurz was nachgucken. Kleinen Moment mal. Es gibt ja immer Dinge, die man so vergisst, ne? In die Steuerung wollte ich gehen, in die Tastaturbelegung. Und dann... Ach, T war das, ne? T war das. Ach, zum Henker. Ich hoffe, da kommt bloß der eine. Tschüss mit dir. So. Wo ist der andere? Mist, den kriegen wir nicht aus der Entfernung. Vielleicht kriegen wir ihn aber so. Jawohl. Ja, komm hier. Es gibt nur begrenzt Plätze, sich zu verstecken. Ja, ist klar. Er geht natürlich genau in die richtige Richtung. Huch. Der Kleine gehört mir. Und weg mit dir. Ja, noch im Leib. War natürlich... Komm und hol mich, Junge. Wer bist du, dass du so brüllst? Aber ich glaube, das ist jetzt egal, was wir machen, ne? Wir haben einen Gast. Ja? Wo? Mann! Na? Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Komm her! Genau! Ich warte mal ein bisschen. Super! Ich kann hier nicht mehr weg! Super! Kacke, tut das weh! Ich suche dich, hab ihn! Na? Oh, stirbst du! Ha! Schießt da. Ich lade nach. Oh, verdammte Kacke, tut das oh. Weh. Was rattert denn da so? So, jetzt aber. Ha! Jawohl.
gerissen, wie du glaubst. Ach so. Hey, der ist hier drüben. So. Der gehört euch, Jungs. Okay. Warum haut der da ab? So. Drei Schuss. Naja. Na, wo ist er denn? Ich geh in Deckung. Okay. Wo bist du? So. Ich kann keinen töten, der nicht da ist. Vielleicht findest du ihn ja. Gott verdammt, wir müssen dieses Arschloch finden. Ist da noch jemand? Achso. Wo soll ich denn sonst hin? Wo denn? Wo sind die denn? Ich höre die sonst wo reden. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Welchen? Wir nehmen erstmal hier noch. Ah, guck mal, hier können wir wieder. Wir sind mitten im Fight, aber wir machen jetzt erstmal. Klick! Den Kasten hier auf. Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Genau, super! Noch hier. Ich ja. Glaub, das Arschloch ist noch. Okay. Wo wollt ihr ihn dann suchen? Drücke die Scheiße aus mir raus. Wenn Greco in der Nähe ist, fühlt sich niemand richtig sicher. Dazu bleiben wir einfach. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Genau! Sagt dem Arschloch gute Nacht. So, jetzt geht uns die Munition ein bisschen aus, aber mal gucken. Oh, wir können nach... Was? Von wo kommen denn immer die Stimmen? Hier ist doch keiner. Was von dir übrig bleibt, kriegen die Hunde. Ach, da unten. Da bist du also. Ich bin getroffen. Okay. Und das tat weh. Das tat weh. Und ich wundere mich die ganze Zeit, wo ist der denn? Warum macht er denn so ein Getöse und so ein Gewese und will auf sich aufmerksam machen? Ah. Ist hier noch jemand? Ah, da hinten sitzt er. Ach, befreie Vito, okay. Was ist denn mit Vito los? Hey, ich bin hier drin. Wo? Wo denn? Was ist da draußen los? Haben wir alles hier? Danny, Nero, seid ihr das? Wer denn? Ich wusste, meine Jungs würden kommen. Welche Jungs? So. Da ist er. Ich bin nur gerade rechtzeitig gekommen, was, Vito? Lincoln. Wie ist das möglich? Du bist doch tot. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm, wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Meccano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Hatte Angst, dass er erregt Aufsehen, wenn ich rumrenne und mein Geld raushaue. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Oh yeah. Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Es reicht dir nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Ach, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber... Was tust du hier?
Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihnen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ja. Er hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ja, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Rove und Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche. Ja. Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Hm. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar. Tja. Sind wir jetzt Partner? Es sieht so aus. Mann. Konsigliere Geldeinzahlung, genau. Du kannst die Konsigliere anrufen, damit sie dein Geld abholen kommt, es für dich aufbewahrt. Nee. Abholen kommt und es für dich aufbewahrt, damit du es nicht verlierst, wenn du im Kampf getötet wirst. Sobald du deine Konsigliere verbessert hast, sammelt sie auch automatisch deine für. Nein! Automatisch! Wow. Dann brauchen wir nicht immer. Das ist ja also. Also. Das ist ja also. Wie soll ich denn sagen? Apropos, wie soll ich es denn sagen? Wie war denn das eigentlich hier? Musste ich nicht hier irgendwie. Nee. Musste ich hier nicht irgendwie. Mich updaten? Eigentlich nicht, ne? Musste ich nicht. Ach, guck mal, wir haben schon fast alle. Fehlen noch zwei. Zwei Frauen. Zwei Frauen? Sieht so aus. So, Story-Auftrag freigeschaltet. Gut zu wissen. Munition. Komischerweise, jetzt nehme ich sie automatisch auf und vorhin hat es nicht geklappt. So. Habt ihr hier draußen noch was? Nein. Gut, wie schaut's aus? Wir gucken mal Ziele. Wir haben Zusatzkapitel, noch nichts Neues. Schmuggelware und Gewerkschaftserpressung. Ich würde mal sagen, wir machen mal Gewerkschaftserpressung. Das ist hier gleich um die Ecke. In diese Richtung 104, das können wir zu Fuß laufen. So, machen wir hier lang. Da, 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 da. Da, 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 da. Kann ich hier wirklich überhaupt lang? Gut, dass ich die nicht geheiratet habe. Ganz mies drauf. Achso, hier geht's ja rein. Hier. Dieser Mann, so. Man kann sich auf dich verlassen. Na, immer, immer. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Oh. Ich bin Jock Blanchard. Ich hätte doch Vito das Auto nehmen sollen. Du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Okay. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Torettos Leuten rauskrieg. Du hast den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Okay. Geldeintreiber. Aha. Folge ihnen, um Torettos Geld zu stehlen. Können wir das jetzt klauen hier? Ach, wisst ihr was? Wir nehmen ja ein Auto. So, ich nehme mal jetzt. Die sind noch nicht freigeschaltet. Oh, das sieht auch gut aus. Wir nehmen jetzt mal den. Bin dabei, Junge. Ich lass mich schon mal warm laufen. Ja, ich sehe es. Ich sehe es, wie er warm läuft. Der Schwarm steht er. Ich habe ja einen Transporter für Lincoln Clay. Ich weiß das zu schätzen.
Naja, okay, ich nehme lieber den anderen hier. So. Wir müssen... Wo müssen wir... was haben wir denn jetzt hier? Hier ist ein... Sabotiere Anhänger der Gewerkschaft. Aha. Okay. Und los geht's. Das fällt bestimmt nicht auf. Kann der nicht mal geradeaus fahren? Aber wir fahren immerhin 45 Meilen laut Tacho, ja? 45 Meilen die Stunde. So. Oh. Oh. Ich muss nachladen. Ich wollte eigentlich gar nichts machen hier. Ja, super. Bist ein ganz großer, bist du. Da. Aber schön, dass währenddessen die Polizei nicht kommt, ja? Komm her. Ich komm hier nicht weg. Oh, ich bin getroffen, Alter, vor Schönheit. Ich komm hier nicht weg. Oh, ich bin getroffen. Ja. Er schlachtet uns ab. Okay. Nordwestliche Anhänger. Mhm. Was müssen wir jetzt machen? Ach, wir machen ein bisschen... Ein bisschen Sprengstoff. Hab ich dich. Wen? Ach, der da. Hab dich, du Arschloch. Na, komm her. Werf den Molly. Okay, der hat einen Molly geworfen. Mal gucken, wann der Molly kommt. Na? Komm, kein Molly. Na toll. Angelogen hat er mich. So, weiter geht's. Wir machen... Das geht aber recht fluffig von der Hand, ja? Warte mal, wir nehmen mal... Ups, den da nehmen wir mal. Das geht recht fluffig von der Hand. Hier ist ein bisschen... So. Hatten wir nicht irgendwo ein Auto? Ich glaube, das steht hier hinten. Oh, hübscher Schlitten. So. Na. Alles kaputt an der Karre hier. Ja. Was? Folgen. Wir folgen dem mal. Du kannst einige Gegner verfolgen, damit sie dich zu Sonderzielen führen. Behalte die Verfolgungsanzeige im Auge. Wärst du zu dicht auf oder lenkst du ihre Aufmerksamkeit auf dein Fahrzeug, füllt sich diese Anzeige und deine Ziele fliehen. Ich weiß zwar nicht, wie die Anzeige funktioniert, aber okay. Oh, der ist super schnell. Ach so, ist die Anzeige. Ja. Wir rollen mal hinterher. Anderer Stadtteil. Hier sind die Straßen anders. Ohne Grund anhalten, okay. Also der tickert hier auch wirklich jede Kleinigkeit. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich hier... Ja. Ach, das ist alles... Was? Der ist in Deckung gegangen. Definitiv. Ach du
Scheiße! Ja. Wo? Ich seziere dich wie einen toten Frosch! So. Nochmal und... Okay. So. Munition gab's auch nochmal gratis dazu. Stitch Gallo, okay. Das ist jetzt eine Sondermission oder wie? Glaube ich nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Sondermission ist. Nee. Wir müssen hier noch Folgegeldeintreiber zum Versteck. Das haben wir gemacht. Das Versteck ist hier... Ah, hier drüben, wa? Ah. Habe ich. Das waren 9.900... Wir öffnen ja nicht mehr. Was? Wie kann das sein? So. Die atmen nicht mehr? Skandalös. Komm nicht weiter wegen dir. Okay, wenn sie sich schon beschwert, dann machen wir kurz das Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Schönes Auto. Euer Firefox.